Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Republic. Oh, ich bin noch mit Sperrbildschirm. Ich hatte richtig Schwein, dass es hier so bleibt, denn ja, ich habe um 6 Uhr aufgenommen und wie man hört, ich bin jetzt eigentlich wieder halbwegs fit. Naja, die Parts sind exportiert worden von der Elgato und das hat eine Stunde gedauert, weil da noch GTA und so weiter. Und naja. Hab dann beklaut die den jetzt oder wir haben noch ein Pfefferspray gefunden. Besprüht ihr den oder nicht? Nice. Wir haben den jetzt beklaut? Okay. Nee, also ich hab also die sind exportiert worden und es hat dann so lange Over gedauert, there, on my way to apprehend the dass. subject. Let me go. Lol. Ach, jetzt hat es genutzt, okay. Ja, auf jeden Fall, das war jetzt scheiße, dass er uns erwischt hat. Auf jeden Fall, sehr, sehr praktisch. Nicht. Was laber ich gerade eigentlich? Ich muss erstmal wieder reinkommen. Also, ich habe die exportiert, so, bla bla bla, und, Last month, a Precal got their hands on a canister of pepper spray. They blinded a loyalist Prizrak during routine inspection. Hab die so exportiert, ne, und hab dann, wo müssen wir eigentlich hin? Und hab dann, hey, im Winter, was wollen die? The Silent Age is a stylish adventure game. Was ist das It's denn? set in 1972 and has a time travel story mechanic. The writing is excellent, as are the many puzzles. By the time I got recruited into working at Metamorphosis, only episode 1 was released. I wonder how the other episodes turned out. Episodic games are cool. Probably the best ever. Erstmal schön Werbung hier, aha. Lol, cool gemacht. Warum können wir da nicht durch? Ich verstehe das nicht. Also sie kann natürlich da nicht durch. So, haben wir hier irgendwas, was man nutzen könnte? Nee, aber. Oh, was haben wir hier? Hallo? Ah, jetzt. Wanted. Well, Derringer and the Overseer got what they wanted. A trophy kill. I'm surprised they didn't drag Zager's body through the facility as a warning to all of the would-be revolutionaries. Ja. Nee, also ich hab die exportiert, bla 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 und so weiter. Ich komme irgendwie diesen Punkt. Und es hat dann so lange gedauert, eine Stunde hat es gedauert, dass ich dann einfach keine Lust mehr hatte und habe mich dann einfach hingelegt, weil mir so kalt war. Weil ich ja so lange hier gesessen habe, einfach so. Habe ich mich dann einfach hingesetzt, also habe mich ins Bett gelegt und ja, dann bin ich eingeschlafen. Toll, ne? Wo ist das da? Was? Nee, das ist Stufe 1. Okay. Und habe mich dann hingelegt, bin dann eingeschlafen und ja, dann bin ich heute um 13 Uhr aufgewacht, also vor 46 Minuten. Juhu. Und ja. Despite being obnoxious, this poster makes a valid point. The girl is less likely to attract attention if she walks softly. Jupp. Nun hab es dann halt voll voll nicht geschafft oder so, keine Ahnung. The paranoia is warranted in this case. Was ich rede. A Precal once found the key to the armory and stole a dozen tasers. It took 7 Prizrak to finally bring him down. Oh Mann, ey, ich bin so ein voll, also ich komme hier irgendwie gerade nicht mehr rein, ey. Toll. Nee, also ich will euch jetzt mal über Spiel ein bisschen erzählen. Und zwar, Republic heißt übersetzt Republik, weiß man ja natürlich. Also, eindringlich spannend und hochaktuell. Republic ist ein Stealth-Action-Spiel, das die Gefahren von städtlichen Überwachungen im Zeitalter des Internets auslötet. Okay, auslötet. Also so wie der Teil, der da rauskommen soll, irgendwie, ich weiß gar nicht, Watch Dogs oder so hieß der, ne? Kann sein. Weiß jetzt nicht. Ja, du erhältst einen Anruf von Hope, einer geheimnisvollen Frau. Ach so, das ist die Frau. Ach so, okay. Da gerade hell seit wann? Ja. So, die in einen tolerierten Unterdrückungsstaat gefangen gehalten wird. Indem du dich das
Allgegenwärtige Überwachungssystem hackst und es übernimmst, führst du Hope 5 aufregende Episoden lang durch ein Netz aus Gefahren und Verrat. Wartet am Ende die Freiheit. Weiterführende Episoden können mit einem Season Pass vergünstigt erworben werden. Und das will ich irgendwie machen noch. Das Spiel paart herausfordernde Rätsel und komplexe Strategien. Ach, fick dich. Mit einer Individuum- und Compro-One-Touch-Steuerung, die über zwei Jahren zahlreichen Veteranen der Spielsteuerung, bla bla. Metal Halo 4, 4, Black White, ah ja. Mit atemberaubender Grafik, einer atmosphärischen und bla 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 Soundtrack, bla bla bla. Ja, wunderschön. Schenkt Hope Hoffnung, Episode 1, da. Spanisch, Deutsch, da. Ah ja, gut. Total toll vorgelesen. So, wir machen jetzt einfach mal weiter. So, ist hier irgendjemand? Wir laufen mal vor. Haben wir das hier schon angeguckt? Nee. Recent. Achso, das kennen wir schon. So, gehen wir mal hier hin. Oh, da ist ein Typ. Das ist nicht gut. Hier kommen wir nicht weiter. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Du versteck dich mal lieber hier. Was? Nein. Achso, du schleichst dich hin. Over there. Oh oh. Das war knapp. Alter. Okay, so hier ist nix, ne? Nee, hier sind nur die. Ach, hier ist das. Was ist das? The Prizrak waged their campaign against Zager from this very room. The following conversation was recorded 2 months ago. Listen, Prizrak. Oh, scheiße, jetzt hör ich das nochmal an. The Prizrak waged their campaign against Zager from this very room. The following conversation was recorded 2 months ago. Listen, Prizrak, calling the man a menace doesn't give him the credit he deserves. Put another team on scrubbing through the footage. I will, sir. Though so far the camera network hasn't been terribly effective. Zager's a human being, not some phantom. He casts a shadow like the rest of us. And I'm giving you more than you should need to find him. Now, should that prove too difficult for you? No, sir. I understand. Watch your step. Ja. So. Das ist ein Telefon und eine E-Mail. Cool. So gehen wir mal hier durch. Hey, also ist jetzt da und jetzt dahin bitte. Können wir schon in den nächsten Raum? Können wir nicht. Oder doch? Nee, können wir nicht. Scheiße. Geh durch, geh durch, geh durch. Ich hoffe, der findet uns nicht. Ist der? Kann man den sehen? Den kann man nicht. Uiuiui. Hoffentlich merkt er uns nicht so. Hat gespeichert. Ich bin froh, dass das Spiel überhaupt weiter, also dass nichts passiert ist. Da hatte ich richtig Schwein gehabt. Weil, wenn ich hier. Naja, es ist gleich 14 Uhr und ich. Naja. Egal. Hat alles geklappt. Wunderbar. Hab ein bisschen vom Spiel erzählt und fertig. Das sieht cool aus, ne? Oh. Was ist denn jetzt los? Oh. Das ist ein komischer Zoom bei der Kamera. Das ist ja von fies. Come on. Derringer wants us to lock up the atrium. I had a dream I won the lottery. Yeah? What was the jackpot? 10,000. You gotta dream bigger than that if you want to buy your way out of here. Now's our chance. Let's go through this door. Dann, geh du mal durch oder so. Dann wäre es nicht besser, wenn wir erst hier reingehen würden. Nö. Why can't you open it? Hello. It is Cooper again. You cannot open that door with your current version of the OmniView software.
You will need to update your software at a daemon server. Upgrade to version 1.0 and you can open this door. Then, you can get the girl to the library. The nearest daemon is in the commissary on the other side of the dorms. I will add this waypoint to your OmniView. Proceed with caution. Echt geil gemacht, das Spiel, kann man nicht sagen. Grafik ist schon cool. Also, kann man nicht besser sagen. Also, boah, das ist schon cool, wie das gemacht ist. Sieht schon geil aus. Also, stand jetzt nicht im Spiel, dass es Konsolengrafik haben soll, aber so eine Plattform, die sehr, sehr weitläufig ist oder wie auch immer man es sagt, die haben gesagt, ja, das Spiel, das hat Konsolengrafik. Und ich muss zustimmen, also die Spiele überhaupt, jetzt die neuesten, so 2013-mäßig, so Asphalt 8 und so weiter, die kommen schon sehr gut an die Grafik ran, wird auch schon sehr oft verglichen und, also ist schon geil gemacht. Nein, du sollst, hallo, Tür gehen, genau. Und mir gefällt das Spiel auch sehr gut, es ist richtig nice und ich freue mich schon auf die anderen Episoden, die ich mir dann aber noch kaufen muss. Wir spielen jetzt erstmal die erste Episode durch und wenn ich dann wieder Geld habe, beziehungsweise vielleicht dann Kumpelgeld, also nicht Kumpelgeld, also wenn ich wieder Geld habe, dann hole ich mir die anderen. Genau, und also die anderen Episoden kaufe ich mir dann und werde dann aber nicht gleich Let's Play machen können, weil wie gesagt, oh, haben wir nicht, oder haben wir doch? Weiß gar nicht. Wie machen wir das jetzt? Können nicht zufällig dahin laufen ohne, oder? Sie hat nicht zufällig ein Ding oder so? Shit. Brauchen wir irgendwo. Wo gibt's ein Pfefferspray? Ich habe keins gesehen. Ja, haben wir doch noch eins, wusste ich doch. Ja, guck nicht so. Wir kommen jetzt da nicht mehr durch, ne? Doch. Gut. Ich dachte schon. Weiß nicht, ob sie da eins dabei hat oder nicht. Das habe ich jetzt nicht sehen können. So, geh du mal, keine Ahnung, geh du mal dahin oder so. Noch einer? Wie jetzt noch einer? Verarschen jetzt? Krass, ne? Wie viel Kamera da sind? Da müssen wir irgendwo hin und was ist hier drin? Kamera? Da. So, was ist hier? Hier ist einfach nur ein Waschraum mit einem Typen drin, der was auch immer macht. Na toll, im Waschraum, das ist ja mies. Kann man hier irgendwo was beobachten oder so? Scheinbar nicht, was ist denn das da unten? Kann man sich da rein verstecken oder was? Lol, tatsächlich. Help. Hä? Sind wir gerade durchgegangen? Okay, wir haben keinen Pfefferspray mehr. Na super. Oh, da ist ein Buch. Toll. Nein. Jetzt gehen wir nicht den ganzen Weg zurück, oder? Oh nö. Shit. Toll, das wusste ich nicht. Entschuldigung. Ich hab das nicht, Mann. Genau, dann wäre das hier auch angezeigt worden. Egal. Toll, das ist auch noch ein neuer Typ. Die sehen immer auch merkwürdig aus, die komischen Dinger da. Jetzt müssen wir echt den ganzen Weg nochmal zurückgehen. Wirklich? Können nichts gegen machen? Das ist ja scheiße. Ey lol, das ist ja der Raum, wo wir hin müssen. Okay, hier haben immer verschiedene Räume. Cool. Also in den Raum müssten wir theoretisch hin, den kenne ich noch, so weit habe ich noch gespielt, da laden wir dann unser Handy auf und hier können wir upgraden, da hinten, das da, da. So, ist er weg? Gut. Wir gehen mal da rein und gucken erstmal die Objekte, die hier sind. This is a battery charging station. Genau. Certain Omni abilities will drain the battery on the girl's phone.
You'll see her battery life displayed in the upper right-hand corner of your screen. Direct the girl to any recharging station to juice up. Genau. So, da haben wir noch eins. Was ist das? There are many alcoves within Metamorphosis. Each one, a perfect fit for a precal who wishes to remain unseen. Wunderbar. So, kommen wir jetzt hier irgendwie... Why won't it open? Can you access that? What's wrong with the door? Kann ich leider nicht sagen, weil da nichts angezeigt wird. So, kann ich da wieder zurück? Gut. Hey there. Oder you just found a data broker terminal. Genau. These are located throughout the facility. Any data you collect by scanning items in OmniView can be traded to the data broker in exchange for new Omni abilities. Omni abilities are valuable tools for gathering information and assuming control of the girl's environment. Genau. Und jetzt. Ganz schön viel Geld. So. Erworben. Was ist das? Kontrollieren. Aha. Er kommt nicht mehr durch. Der Hund bellt da unten. Das ist schön. Was ist das hier? Schnauzer unten. Nee, ablenken. Weiß nicht. Was ist das hier? Hä? Achso, das wäre... Achso. Was wollen wir denn dann? Dann? E-Mails, was ist das? Extrahieren. Und dann? Können wir nur ein Dings lesen? Nee. Ablenken ist zu teuer. Was ist das hier? Abhören. Das ist das Einzige, was wir leisten können. Dann holen wir uns das. Wir können jetzt jemanden abhören. So, hier ist nichts weiter. Gut. Was war das? Was? Nein. Aha. Was? iPhone 6 2? Okay. Ist ja lustig. Was? Ich habe ein Foto gemacht. So. Wir gehen jetzt erstmal hier da aufladen. Aufladen. Ach, schon aufgeladen. Nur vorbeigehen. Das ist ja praktisch. So. Das war jetzt ein langweiliger Part. Kann ich mir vorstellen. Ich hoffe mal nicht. Muss erstmal, glaube ich, wach werden. Na gut, dann, das war jetzt 80 Minuten, bisschen Überlänge und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis dahin, Leute, ciao. Ein bisschen verpeilt, aber naja, das bin ich eigentlich immer. Da war es ein bisschen mehr, aber egal. Das Spiel ist natürlich langweilig in der Hinsicht von immer schleichen, aber das ist ja ein Spiel für mich nicht langweilig, aber für euch vielleicht. Naja, bis zum nächsten Mal, Leute, ciao. We have to hurry before he finds me here. Republic! We're almost there. I can do this. We can do this. Doctor! And...